nach Rückenschmerzen sind Kopfschmerzen die zweithäufigste, ja, Art, wie wir einfach immer wieder Schmerzen haben. Und das sind sowohl Kinder als auch Erwachsene betroffen. Oft sind auch Kopfschmerzen mal nur vorübergehend, aber viele haben auch wirklich Migräne oder schwere Kopfschmerzen, die chronisch sind. Und das ist dann immens belastend. Man muss auch darauf achten, Kopfschmerzen können auch einfach ein Anzeichen von einer ernsten Erkrankung sein. Also wenn die sehr stark sind, man vorher keine Kopfschmerzen gehabt hat oder sie anders sind wie sonst, dann wirklich auch mal zum Arzt gehen und das checken lassen, was da wohl dahinter steckt. Ja, ich habe mal geguckt, was alles Kopfschmerzen verursacht. Und da gibt es ganz viele Dinge, die es verursachen können. Stress ist einer der am häufigsten genannten Gründe, wenn wir immer so unter Druck sind, zu wenig Entspannungsphasen haben oder uns vielleicht gar nicht mehr richtig entspannen können. Dann kann Bluthochdruck eine Ursache sein. Ärger kann Kopfschmerzen verursachen. Auch wenn wir immer wieder grübeln, nachdenken, alles analysieren müssen, auch das kann Kopfschmerzen verursachen. Dann natürlich durch Verletzungen. Also ich hatte mal eine schwere Gehirnerschütterung und ich bin da so zwischen zwei Stangen von so einer Schaukel gekommen. Und diese Stangen, die konnte ich noch Jahrzehnte später spüren, wenn ich Kopfschmerzen hatte. Also auch das kann Kopfschmerzen verursachen. Tumore natürlich können Kopfschmerzen verursachen. Dann auch Hormonschwankungen. Ja, viele bekommen sie ja auch im Zyklus, entweder beim Eisprung oder wenn dann die Periode kommt. Erkältungen, Nebenhöhlen, Zahn-, Kieferprobleme. Dann auch Schlafmangel kann Kopfschmerzen verursachen. Manche kriegen es auch, wenn so flackerndes Licht ist, Kopfschmerzen. Dann können Medikamente generell auch, also viele Medikamente können Kopfschmerzen verursachen, aber auch wenn man über lange Zeit Medikamente genommen hat und das dann ausschleicht, kann Kopfschmerz entstehen, natürlich durch Alkohol und so gibt es noch viel, viel mehr Gründe. Kopfschmerz kann auch mit der Verdauung zu tun haben. Also wenn man nicht eine regelmäßige gute Verdauung hat, kann das Kopfschmerzen verursachen. Und so, ja, sind die Gründe sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und ihr kennt es ja, wir wollen hier immer ganzheitlich schauen, was wir tun können. Also in alten Lehren hat man, wenn man es ganzheitlich angegangen ist, Shen, Qi und Jing gesagt. In der Quantenphysik ist Shen die Information, Qi ist die Energie und Jing die Materie. Information kann man wissenschaftlich nochmal aufteilen in den Inhalt. Das ist alles, was man jemals gedacht, gesagt, getan, gespürt, erlebt, gesehen, gehört, gefühlt haben, ne? All das ist als Information in uns gespeichert. Im Spirituellen spricht man dann von der Seele. Die speichert alles. Wir brauchen wissenschaftlich gesehen Empfänger, alles, der jemand, der alles empfängt. Das ist auch, wenn wir was manifestieren wollen. Wenn das Herz nicht dabei ist, dann wird es schwer, das wirklich in, ja, zu manifestieren. Also das Herz darf dabei sein. Und verarbeitet wird es dann vom Geist. Qi ist die Energie, hier wird es in Aktion umgesetzt. Und in Qing ist die Materie, hier manifestiert sich's oder transformiert sich's. Und wir wollen heute mal auf allen Ebenen gucken, um da wirklich zu schauen, was kann ich alles nutzen, wenn ich manchmal oder vielleicht auch öfters unter Kopfschmerzen, vielleicht sogar unter Migräne leide. Ja, wir haben gerade gesehen, es gibt so viele verschiedene Ebenen. Kopfschmerzen werden durch Blockaden in unseren Informationen, in unserer Energie oder in der Materie verursacht. Also Materie ist zum Beispiel, wenn ich einen Tumor habe, dann ist da wirklich Materie, die die Kopfschmerzen verursacht. Da nimmt was Raum im Gehirn ein, was dann das andere
ja, wo ein Druck entsteht, wo Kopfschmerzen entsteht, ne? Auch Materie ist auch, wenn jetzt zum Beispiel die Schulter total verspannt sind, dann zieht es nach oben, verursacht Kopfschmerzen. Und ja, so gibt es einfach auf jeder Ebene Ursachen. Information ist eben das, was wir alles gespeichert haben. Und wenn die Energie nicht gut fließen kann, dann steckt sie hier im Kopf fest und dann gibt es auch Kopfschmerzen. Wenn wir die Information ändern, ändern sich der Zustand. Und da wollen wir heute auch zukommen, aber erst schauen wir mal, was man auf Energie- und Materieebene alles tun können. Normalerweise sollte ich mit Materieebene anfangen, weil das so die unterste Ebene ist. Geht ja immer von oben nach unten, ne? Die Information bestimmt die Energie die Materie. Materie koppelt sich dann auch wieder mit der Information. Aber ich habe gedacht, wir fangen heute mal mit der Energieebene an, weil es da ja einen wunderbaren Akupunkturpunkt gibt, der auch als Antischmerzpunkt bekannt ist. Und den blende ich euch mal ein, weil dann könnt ihr, wenn wir über die Materieebene sprechen, diesen Punkt schon leicht massieren oder drücken oder was auch immer euch da gut tut. Also ihr seht hier den Dickdarm 4, der heißt auch Hegu. Und es ist einer der vielseitigsten Akupressurpunkte. Ich habe schon gesagt, dass er auch der Antischmerzpunkt genannt wird. Ne? Und der befindet sich hier, wenn, also zwischen Daumen und Zeigefinger, da wo die Knochen zusammengehen. Da könnt ihr jetzt tief reindrücken, massieren und einfach ja, diesen Punkt aktivieren. Und der hat eine Verbindung mit den Nerven des Rückenmarks und so hilft eine sanfte Massage bei sämtlichen Schmerzen, besonders aber bei Kopfschmerzen und im Bereich von Augen, Nase, Mund, Zähnen, Ohren. Ja, wird auch eben bei Kopfzahn, Ohrenschmerzen genutzt, Nasenbluten, Schnupfen, Erkältungen können dadurch gelindert werden. Man kann ihn auch bei Kollaps oder bei Schockzuständen nutzen. Da kann er eine große Unterstützung sein, da er auch beruhigend wirkt. Und er unterstützt auch bei Verdauungsproblemen und Hauterkrankungen. Also ein ganz, ganz wunderbarer Punkt, den wir da nutzen können. Und während ihr jetzt hier sanft die Stelle massiert, guckt mal, wie viel Druck euch gut tut. Und es darf gern dabei rot werden. Na, dann könnt ihr da schon mal diesen Punkt aktivieren. Dann gehen wir zur Materieebene. Ja. Ich habe mal hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Also natürlich ist es wichtig, dass wir regelmäßig schlafen, regelmäßig essen, auch ausreichende und gesunde Mahlzeiten zu uns nehmen. Dann kann Ausdauersport, physiotherapeutische Übungen, Entspannungsverfahren gerade bei Spannungskopfschmerzen sehr gut helfen. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass wir ausreichend trinken. Das wird oft vernachlässigt. Also wenn Kopfschmerzen kommen, schaut zuerst mal, habe ich schon genug getrunken, trinkt noch ein großes Glas Wasser. Und dann möchte ich so ein paar Punkte durchgehen, was man alles auch ohne Tabletten gegen Kopfschmerzen machen kann. Auch Medikamente sind natürlich auf Materieebene, ne? Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber was können wir noch alles machen? Und so ist es bei Spannungskopfschmerz, ist es eher die Wärme, die gut tut, oft im Nacken, dass man sich da einfach entweder ein erwärmtes Kirschkernkissen hinlegt oder eine Wärmflasche oder auch eine Rotlichtlampe nutzt oder einen Haarföhn und damit warme Luft hinbläst. Also das alles ist möglich, weil die Wärme die Durchblutung fördert und so Verspannungen in Hals, Nacken, Schulterbereich lösen kann. Aufpassen, dass es nicht zu heiß wird, weil die Haut im Halsbereich einfach auch empfindlich ist. Bei Migräne hilft oft die Kälte mehr. Müsst ihr für euch so ein bisschen ausprobieren, was gerade hilfreicher ist.
Also Kälte ist da oft ein Hausmittel gegen pochende Migräne, Kopfschmerzen. Einfach kühle Kompressen auflegen, oft auf Stirn oder auf Schläfen oder guckt, wo es für euch gut ist, weil die kalten Auflagen, die verengen die Gefäße und verringern so die Schmerzwahrnehmung. Und lasst euch dazu wirklich auch ein bisschen Zeit, gönnt euch ein bisschen Zeit und Ruhe, damit ja die Kälte wirken kann und ihr in die Entspannung geht, was ja auch wieder ja unterstützend ist. Bei manchen Kopfschmerzen hilft auch zu massieren, je nachdem wo sie sind, probiert es einfach aus, die Schläfen oder die Kopfhaut oder manchmal auch den Kiefer, weil hier können auch Entspannungen von ausgehen. Und bei mir hat immer besonders der Nacken war verspannt. Und also bei mir war es auch nicht nur so leichte kreisende Bewegungen. Ich habe da richtig so hier hinten alles auseinandergezogen oder auch so nach oben massiert. Also guckt, was euch da gut tut. Dann wird hier empfohlen, Fußbad mit Senfmehl für eine bessere Durchblutung. Ja, dieses Senfmehl, das kann man in der Apotheke bekommen und das hat eine reizende Wirkung, regt die Durchblutung im ganzen Körper an und dazu nimmt man 2 bis 3 Esslöffel Senfmehl in rund 5 Liter warmes Wasser und ja, bade dann die Füße bis zu den Unterschenkeln für 10 bis 15 Minuten darin. Danach natürlich gut abspülen, gut abtrocknen und dann nochmal eine halbe Stunde ausruhen. Ja, soll wirklich super für eine bessere Durchblutung helfen, damit da ja die Stauungen wieder abfließen können. Ja, ganz, ganz wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, das Wasser trinken nicht vergessen. Es ist wirklich wichtig, dass wir ausreichend viel trinken. Pro Tag ist so das Minimum 1,5 Liter. Im stressigen Alltag geht es aber ja bei manchen unter und das hat dann Kopfschmerzen zur Folge. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht erst trinken, wenn der Durst kommt, weil der Durst, der zeigt ja bereits, dass wir ein Defizit haben, sondern dass wir auf so eine gleichmäßige Flüssigkeitszufuhr auch achten. Und hilfreich ist da gerade für die, denen das Trinken schwer fällt, oft, wenn ihr euch ja die Menge, die ihr trinken wollt, in Flaschen oder in Krügen hinstellt. Und immer, wenn ihr da an einen Ort, wo ihr besonders oft vorbeigeht, schenkt euch wieder was ein und trinkt. Oder ihr stellt euch den Krug auf den Schreibtisch, wenn ihr oft am Schreibtisch arbeitet und guckt, dass er dann wirklich auch leer ist, bis er ins Bett geht. Genau. Dann hilft Bewegung bei Spannungskopfschmerzen und es kann auch Migräne vorbeugen. Also Bewegung vor allen Dingen in Form von Ausdauersport und Alltagssport, also wie jetzt, dass man einfach mal öfters zu Fuß geht oder die Treppe statt einen Aufzug nutzt oder statt mit dem Auto, mit dem Fahrrad zum Einkaufen fährt oder ja, einfach so die Dinge, wo man so ein bisschen mehr Bewegung einbauen kann, ohne dass es viel Zeit kostet. Das ist gesund, es verbrennt Kalorien und es beugt Verspannungen vor, die wieder zu Kopfschmerzen führen könnte. Bei Migränepatienten, die sollten auf ein moderates Training achten, weil wenn man da übertreibt und so exzessive Sporteinheiten durchführt, dann kann das wirklich auch wieder Migräneattacken auslösen. Da, also wenn gerade auch Migräne da ist, da spricht man eher davon, dass man Ruhe statt Sport in akuten Schmerzphasen einlegen sollte, weil hier die Bewegung meist die Beschwerden verschlimmert. Was kann man noch tun? Ja, es wäre zum Beispiel auch ein ausreichender und ein regelmäßiger Schlaf. Einfach darauf achten, dass man regelmäßig ausreichend und viel, also genügend schläft. 7, 8 Stunden sind ja so das, was im Schnitt gut für uns ist. Denn auch Schlafmangel sowie Rhythmusänderungen beim Schlaf, wie zum Beispiel, wenn jemand
ja, Schichtarbeit hat, die gelten als Trigger für Kopfschmerzen. Und ihr wisst alle, der individuelle Schlafbedarf ist von Mensch zu Mensch leicht unterschiedlich, aber weniger als 7 Stunden sollten es längerfristig nicht sein, damit man dauerhaft ausgeruht ist und so Kopfschmerzen durch Müdigkeit vermeiden kann. Aber auch zu lange schlafen, etwa am Wochenende, ist übrigens auch nicht günstig. Auch das ist wie so ein Trigger, dass der Kopfschmerzen verursachen kann. Und ja, was kann man noch tun? Ja, zum Beispiel auch Unterarmbad. Das wirkt durchblutungsfördernd, kreislaufanregend. Dazu einfach Waschbecken mit kaltem Wasser füllen und abwechselnd die Unterarme bis zum Ellbogen ungefähr 30 Sekunden eintauchen. Ich mag es manchmal gern auch länger. Manchmal mag ich es auch mit beiden Unterarmen gleichzeitig. Guckt einfach, wie es für euch gut tut. Es geht immer darum, die gestaute Energie dann von hier oben auch nach unten zu bringen. Ne? Und durch diesen Reiz können wir da einfach unseren Kreislauf unterstützen. Dann sind ätherische Öle manchmal hilfreich. Pfefferminzöl hat eine angenehm kühlende, nachweislich schmerzlindernde Wirkung bei Kopfschmerzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. So ein japanisches Öl, das habe ich mir oft auf die Schläfen getan. Man kann es auch mit einer Kopfmassage verbinden. Dabei immer darauf achten, dass nichts in die Augen gelangt, weil ja da ja das einfach die Augen reizen wird. Und bei Babys und Kleinkindern sollte man Pfefferminzöl noch nicht anwenden, weil es eben Menthol enthält, das bei kleinen Kindern zu Atembeschwerden führen kann. Was auch empfohlen wird, das habe ich jetzt nie selbst ausprobiert, aber es ist Kaffee mit Zitronensaft, weil das so eine Vitamin-Koffein-Kombination ist. Und es gilt als eine natürliche Akuthilfe bei Kopfschmerzen, also eine Tasse Kaffee oder Espresso mit Zitronensaft, weil dann das im Kaffee enthaltene Koffein die Wirkung des körpereigenen Botenstoffs Adenosin ja, hemmt, der auch wieder bei der Schmerzverarbeitung eine Rolle spielt. Und das Vitamin C im Zitronensaft soll die schmerzlindernde Wirkung des Koffeins einfach noch verstärken. Also ihr seht, man kann da eine ganze Menge tun neben, ja, neben den Medikamenten. Und natürlich ist auch wieder die Ernährung wichtig, weil tatsächlich auch die Ernährung wichtigen Einfluss auf die Entstehung von Kopfschmerzen haben kann. Zum Beispiel spielt eine Rolle, wann wir essen. Denn auch Hunger und auch ja, eventuell eine akute Unterzuckerung kann Kopfschmerzen auslösen. Und deshalb ist es wichtig, möglichst regelmäßig zu essen und ja, nicht über längere Zeit drauf zu verzichten, wenn man mit Kopfschmerzen zu tun hat. Ne? Wenn man da kein Thema hat, dann kann man auch gern dieses zum Beispiel 16-8, ja, wo man 16 Stunden nichts isst, 8 Stunden isst, all die Sachen kann man gern machen, wenn man da kein Thema mit hat, ne? Außerdem ist auch entscheidend, was wir essen, weil bestimmte Lebensmittel Kopfschmerzen, Migräne auslösen können. Und da könnt ihr euch einfach mal selbst beobachten, ne? Was bei euch, nach was ihr leicht Kopfschmerzen bekommt. Also, denn was das ist, ist bei jedem Menschen mit Kopfschmerzen unterschiedlich, aber es gibt Lebensmittel, von denen man weiß, dass sie besonders, ja, auch bei vielen Menschen zu Kopfschmerzattacken führen. Und die zähle ich euch mal kurz noch auf. Ja, sind ja zuerst mal alle Fertigprodukte, logisch, ne? Weil die häufig überdurchschnittlich viel chemische Zusätze enthalten, ja, wie auch Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker. Dann gilt Rotwein als häufiger Auslöser. Histamin, also in gereiften Käse, in Essig, Alkohol, in Tee, Schokolade, Nüsse, also bei mir waren es die Nüsse auch, Gluten, Zitrusfrüchte und künstliche Süßstoffe. Also auch da
Guckt mal, wenn ihr häufiger Kopfschmerzen oder sogar Migräne habt, worauf reagiere ich? Ne? Weil, wie gesagt, es ist bei jedem unterschiedlich. Jetzt haben wir ganz viel auf Energie- und Materieebene gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch noch gucken, was können wir auf Informationsebene alles tun. Weil wir wissen ja, dass die Information quasi dann die Energie und die Materie bestimmt. So schön, dass wir auch auf Energie- und Materieebene direkt was tun können, aber wenn wir die Informationen, die immer wieder zu den Kopfschmerzen, zur Migräne führen, nicht verändern, dann werden wir immer wieder auch Migräne haben. Deswegen zeige ich es noch mal kurz. Diese Informationsebene, wo die Seele das Herz leitet, das Herz den Geist, der Geist die Energie und die Energie die Materie, Materie sich wieder ja, auf die Seele auswirkt. Da haben wir überall, also wir alle positiven Informationen schon gesammelt und wir haben alle auch noch negative Informationen. Und wenn die bewirken, dass wir Kopfschmerzen haben, dann dürfen wir da gucken, was können wir ändern, damit wir eben ja auf Dauer keine Kopfschmerzen, keine Migräne mehr haben. Ich kann euch nur sagen, ich habe seit, ja, fing schon in der Kindheit an, im Gymnasium in der Zeit hat sich's dann sehr verstärkt und als ich dann Kinder hatte ich mindestens 3 Tage die Woche schwere Migräne, wo ich nur mit einer Brechschüssel neben mir dann immer gesessen bin und ja, die Nächte kaum schlafen konnte, wo mich jede Erschütterung, jedes Licht extrem belastet hat. Da kam immer dann so ein Brechreiz hoch. Mein Mann ist manchmal aus dem Bett, weil immer wenn er sich umgedreht hat, habe ich wieder gewürgt. Also das war ganz lange Zeit sehr schlimm. Und erst als ich jetzt hier das auch auf Informationsebene noch damit gearbeitet habe, habe ich seltenst, also vielleicht 1, 2 Mal im Jahr noch Kopfschmerzen und nicht mehr in der Form, dass es mir übel wird oder ich sogar brechen muss. Also das ist ein Riesenunterschied, wenn wir die Informationsebene mit einbeziehen. Guck gerade noch mal im Chat. Ah ja, Doris schreibt, mir hat ein hochwertiges Omega-3 hochdosiert geholfen. Nach 30 Jahren Migräne nun keine Migräne mehr. Das ist doch schön, das freut mich, Doris. Ja, was mir zusätzlich auf Materieebene geholfen hat, sind hochwertige Nahrungsergänzungen, die vor allen Dingen auch den Darm reinigen. Weil bei mir, ich habe auch immer unter Verstopfen gelitten. Ne? Ich konnte vielleicht 2 Mal die Woche aufs Klo und wo ich dann regelmäßig konnte, da war schon eine Erleichterung. Dann hatte ich es viel seltener, also ja, noch mindestens 2 Mal im Monat, immer am Eisprung und an der Periode, aber ich hatte es nicht mehr 3-mal die Woche. Und auf Informationsebene habe ich das dann auch noch hingekriegt. Vielen Dank für den wertvollen Tipp. Okay, dann gucken wir jetzt mal auf Informationsebene. Weil ja, Selbstheilung und Transformation des ganzen Lebens für Gesundheit, Beziehungen, Finanzen und mehr kann man in einem Satz zusammenfassen. Und dann auch die Selbstheilung und Transformation von Kopfschmerzen oder Migräne. Also es geht immer darum, negative Shen-Chi-Ching oder Information, Energie, Materie in positive Shen-Chi-Ching zu transformieren, um zu heilen und das Leben zu transformieren. Und damit lasst uns jetzt starten. Das fand ich auch noch so schön. Ich habe es hier schon ein paar Mal erzählt, aber ich finde es so, da ist so viel Weisheit drin. Lese es gerade mal vor. Ein alter Cherokee-Indianer sprach zu seinem Sohn: Ein Kampf findet in meinem Inneren statt, zwischen zwei Wölfen. Der eine davon ist bösartig, er ist voller Zorn, Neid, Kummer, Bedauern, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Verbitterung, Schuld- und Minderwertigkeitsgefühlen, Lügen und falschem Stolz. Der andere Wolf
ist gutartig. Er ist voller Freude, Hoffnung, Liebe, Frieden, Gelassenheit, Freundlichkeit, Wohlwollen, Einfühlungsvermögen, Großzügigkeit, Wahrheit, Leidenschaft und Glaube. Er fuhr fort: Derselbe Kampf findet auch in dir statt, wie in jedem anderen Menschen. Der Sohn fragte seinen Vater: Und welcher Wolf wird gewinnen? Worauf der alte Cherokee antwortete: Der, den du fütterst. Ja, lasst es nochmal in euch wirken, so eine tiefe Weisheit. Es kommt wirklich darauf an, nähren wir positive Informationen oder nähren wir weiterhin negative Informationen? Und tun wir was dafür, dass sich die negativen Informationen transformieren können? Und ja, das ist wirklich ausschlaggebend für unsere Lebensqualität, welche Gedanken, Gefühle, Informationen, Verbindungen wir nähren. Und was hilft, das sind die fünf Krafttechniken, weil wir da so viel Kräfte miteinander vereinen und zusammenbringen. Und ja, lasst uns gleich jetzt mal Körper- und Geisteskraft nutzen. Und zwar durch die Körperkraft nutzen wir ja bestimmte Hand- und Körperhaltung, um die Energie zu lenken, ne? Und wenn ihr jetzt mal die Hände reibt, ganz fest reibt, und sie dann so ein bisschen entfernt voneinander haltet, dann spürt ihr sicher auch zwischen den Händen so ein Kribbeln oder wie so ein, fast wie so ein Luftballon, den man zusammendrücken kann. Man spürt, dass da Energie zwischen den Händen ist. Und dann könnt ihr die mal auseinandernehmen, langsam, immer weiter, bis ihr dieses Kribbeln zwischen den Händen nicht mehr spürt oder dieses, ja, Gefühl der Energie. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Bei manchen hört es hier schon auf. Manche können spüren das länger, diese Verbindung, aber es wird schwächer. Und das können wir nutzen. Das ist nämlich ein physikalisches Gesetz, ne? Dass, ja, wenn was nah ist, eine hohe Dichte besteht und wenn was fern ist, eine geringe Dichte. Und physikalisch gesehen fließt die Energie immer von der hohen Dichte zur geringen Dichte. Also nutzen wir jetzt die eine Hand und tun die da am Kopf hin, wo wir Kopfschmerzen haben. Manche haben es an der Stirn, manche zieht es hier oben, viele zieht es von hinten vom Nacken her, manche haben es einseitig. Also da, wo ihr die Kopfschmerzen habt. Ja, ist auch gut bei Bluthochdruck, weil auch dann fließt die Energie von oben nach unten. Also die eine Hand irgendwo am Kopf, da wo es euch gut tut. Und die andere Hand halten wir vor dem Unterbauch. Und zwar in 40, 50 Zentimeter Entfernung. Damit habe ich hier sind es 10 Zentimeter ungefähr und hier sind es 40, 50. Eine nahe Hand und hier die ferne Hand. Und die Energie fließt automatisch nach unten. Und wir wollen hier die gestaute Energie nach unten bringen. Und da können wir uns dadurch schon allein durch die Handhaltung wunderbar unterstützen. Und wir nutzen auch die Geisteskraft, um das zu tun. Also wir stellen uns vor, wie Licht vom Kopf immer wieder in den Unterbauch fließt. Unterstützen damit das, was wir durch die Körperkraft schon bewirken. Und wir werden das auch mit der Klangkraft unterstützen. Da können wir auch den Klang H nehmen. Der Klang H stärkt das untere Dantien. Guck mal, ob ich es da habe. Sodass die Energie hier in den Unterbauch fließt. Also alles, was hier oben zu viel ist, darf jetzt hier runterfließen. Ihr könnt euch sogar auf die Fersen konzentrieren oder hier auf den Huyin-Punkt oder einfach auf den Unterbauch. Untere Dantien sitzt hier etwas unterhalb vom Nabel. Ja, vielleicht habe ich später noch ein Bildchen, hier ist jetzt keins dabei. Aber so, dass die Energie hier in den Unterbauch fließt. Und wenn wir jetzt die fünf Krafttechniken nutzen, ne, dann können sie einfach helfen, Seele, Herz, Geist und Körper in Einklang zu bringen und gestaute Energie abfließen lassen. Ja, Körperkraft haben wir schon gesagt. Wir nehmen die nahe Hand, ferne Handtechnik.
Geisteskraft, wir visualisieren, wohin das Licht fließt, immer vom Kopf zum Bauch. Klangkraft ist das Wiederholen von Mantren. Und da nutzen wir dieses uralte Wissen, dass manche Klänge manche Bereiche mehr zum Schwingen bringen. Und so bringt Ha das untere Dantien zum Schwingen. Und so können wir auch nochmal die Energie von oben nach unten leiten. Wir können auch zum Beispiel das Mantra sprechen: Licht fließt in den Unterbauch. Licht fließt in den Unterbauch, sodass die gestaute Energie dahin fließt, wo wir es alle brauchen, in unserem Chong, in unserer Mitte. Und ja, dann nutzen wir noch die Atemkraft, dass wir immer wieder bis in den Unterbauch atmen. Gewöhnt euch das möglichst an, eine tiefe Bauchatmung, weil wir damit einfach auch all die Energiezentren gleichzeitig stärken und gestaute Energie abfließen lassen und uns mit unserem wahren Selbst verbinden. Und wir nutzen die Seelenkraft, das ist die Verbindung mit inneren und äußeren Seelen, indem wir sie einfach begrüßen, ne? Also alles, womit wir uns verbinden, wird uns unterstützen. Die inneren Seelen sind also alles, was in uns ist, ne? Unsere Organe, unsere Systeme, unsere Zellen, unsere Akupunkturpunkte. Und ja, lasst uns das einfach mal machen. Geliebte Seele meines Kopfes, ich liebe, ehre und wertschätze dich. Du hast die Kraft, dich selbst zu heilen. Mache deine Sachen gut. Danke. Falls es so vom Nacken Schultern hochzieht, könnt ihr das natürlich mit einbeziehen. Liebe Seele meines Nackens, meiner Schulter, ich liebe euch. Ihr habt die Kraft zu entspannen und ja, die Heilung meiner Kopfschmerzen zu unterstützen. Ja, wenn es von was anderem kommt, bezieht das mit ein. Ihr seid ja da flexibel. Und dann bitten wir die äußeren Seelen. Und wir bei den inneren Seelen können wir auch noch bitten, geliebte Seele meines unteren Dantien, bitte empfang du all die gestaute Energie aus meinem Kopf. Ich bin dir so dankbar. Das untere Dantien ist so wichtig für unsere Energie, Ausdauer, Vitalität, Immunkraft. Also es kann gar nicht genug Energie bekommen. So haben wir dann all die Techniken zusammengenommen. Und ja, lasst uns das jetzt mal tun. Wir nehmen die Handhaltung ein. Ihr wisst da, wo es für euch gut ist. Können auch zwei Klänge chanten, damit wir so wirklich bewusst immer vom Kopf zum Unterbauch atmen. I ist der Klang, der den Kopfbereich zum Schwingen bringt und H das untere Dantien. Also tief einatmen. I ha. Tief ein. Tief ein. Tief ein. Tief ein. Iha. Tief ein. Wenn der eine Arm zu schwer wird, könnt ihr einfach wechseln. Tief ein. Iha. Tief ein. Iha. Tief ein. Iha. Wir können auch
den Klang Yo für unten nehmen und dann eher die Kundalini hinten stärken. Mir wird schon von dem IH ganz warm. Mal ausziehen. Also wo die Kundalini ist, wisst ihr, ein bisschen oberhalb vom Steißbein. Da ist vielleicht sogar besser, wir stehen auf. Also eine Hand wieder über dem Kopf und eine Hand jetzt hinten zum Steißbein. Io. Und spürt nach. Und auch da müsst ihr schauen, was euch besser tut. Ne? Wenn ihr eher Spannungskopfschmerzen ha habt, ne? Wo die Schulter, der Nackenbereich sehr verspannt ist, ist die Haltung mit hinten vielleicht was, was zusätzlich Schmerzen macht. Dann ja, vielleicht eher die nach vorne, was ihr auch tun könnt, einfach leicht mal den Unterbauch tappen, damit die Energie in eurer Vorstellung nach unten fließt. Und ja, lasst uns das einfach mal kurz tun. Wir können dazu wieder hart chanten, um das untere Dantien zu stärken. Tief einatmen. Tief einatmen. Wir bitten jetzt noch die äußeren Seelen, uns zu unterstützen. Liebe Seele des Klanges Ha, liebe Seele des Lichtes, liebe Seele, und jetzt ruft, ja, zu wem ihr im Himmel Vertrauen habt, von wem ihr Unterstützung möchtet. Vielleicht ist es einfach auch die Seele der Natur oder die Seele von Sonne, Mond und Sternen. Vielleicht die von Heiligen, von Buddhas, Lamas, Gurus, Bodhisattvas, Kohunas, aufgestiegenen Meistern. Oder einfach die Seele der Quelle allen Lebens. Bitte unterstützt mich. Heilt meine Kopfschmerzen. Ich bin euch so dankbar. Tief ein. Ha. Tief ein. Ha. Gut, dann spürt noch mal nach. Sind einfache Übungen, wie wir mehr Licht in uns bringen können, wie wir ja uns da ganz viel Gutes tun können. Und zusätzlich, das waren jetzt schon 5 Kräfte, die wir zusammengenommen haben, können wir noch eine 6. Kraft nehmen, die besonders kraftvoll ist. Und zwar spreche ich hier wieder von der chinesischen Kalligraphie. Ihr wisst, wie begeistert ich von Kalligraphie bin. Die chinesische Kalligraphie wird schon immer auch zur Selbstheilung genutzt und da gibt es ganz viele Studien darüber. Und die Tao-Kalligraphie, die verstärkt die Heilwirkung der chinesischen Kalligraphie nochmal ganz immens, weil es einfach eine Einheitskalligraphie ist, die alle Striche und Punkte verbindet. Aber ganz besonders, weil sie dieses hohe positive Shen Zhi Qing der Quelle in sich trägt, wodurch unser negatives Shen Zhi Qing wunderbar transformiert werden kann. Und deswegen wollen wir jetzt auch noch Kalligraphie nutzen. Jetzt wollen wir noch die Kraft der Tau-Kalligraphie mit dazu nehmen. Und ich habe mir gedacht, heute macht man ein ganz schönes und einfaches Zeichen.
was aber so viel beinhaltet und womit ich jetzt auch am Freitag den Da-Ei-Kurs beginne, und zwar mit Da. Das Da im Chinesischen ist ja hier, das soll den Menschen darstellen, hier das, was die Striche, die von oben nach unten gehen. Ein Mensch, der ganz zum Himmel ausgerichtet ist, aber mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Und in seine Größe kommt er, wenn er dann noch das Herz weit öffnet, sich mit der Quelle allen Lebens verbindet. Und wenn wir das da schreiben, dann passiert etwas ganz Wunderbares. Und zwar zuerst öffnen wir unser Herz ganz weit, sodass wir auch wirklich viel empfangen können. Dann gehen wir nach oben, um uns mit dem Himmel zu verbinden oder auch mit der Quelle allen Lebens oder mit dem Universum, wie ihr es auch immer nennen wollt. Und jetzt holen wir aus dem Universum, aus der Quelle allen Lebens, ganz viel Kraft hier wieder von oben nach unten, durch unser ganzes Chakrasystem. Ja, ihr seht es, durchs ganze Chakrasystem, in den Zhong hinein und noch weiter bis in die Füße hinein, sodass wir gut geerdet sind und die Energie wirklich nach unten fließen kann. Dann verbinden wir uns wieder mit dem Zhong, mit unserer Mitte und nehmen die Energie nochmal auf die andere Seite bis in die Füße hinein, sodass wirklich alles nach unten fließt. Und wenn wir dessen öfters machen, dann guckt mal, wie euer Kopf reagiert. Also wir werden das jetzt ganz langsam nachfahren. Da ist es. Setzt mich noch ein bisschen anders, sodass wir es alle nachfahren können. Und dann schaut auch, was euch gut tut, wenn ihr so Kopfschmerzen oder Migräne habt. Also das können wir immer nachfahren, weil es uns immer das Herz öffnet, mit dem Himmel verbindet und ganz viel Kraft und Energie durch uns fließt, uns immer wieder hilft, uns auszurichten, uns mit Himmel und Erde zu verbinden, unser Herz zu öffnen, zu empfangen, ja, die Beziehung zu den Eltern zu verbessern. Da steckt so viel drin, gehe ich am Freitag dann näher drauf ein. Aber jetzt fahren wir es einfach mal nach. Wir öffnen das Herz ganz weit. Ihr könnt es auch mit den fünf Fingern, je nachdem, wenn gerade heute, wenn ihr gerade Migräne oder Kopfschmerzen habt, sind vielleicht große Bewegungen schon wieder zu anstrengend. Guckt einfach, was euch gut tut, ne? Dann mit den fünf Fingern, weil ihr so die fünf Elemente harmonisiert. Also wir öffnen das Herz ganz weit, verbinden uns mit dem Himmel, holen all die Kraft, all das Licht, all die Liebe aus dem Himmel durch unser Chakrensystem. Lass uns durch den Zhong fließen, nähren, stärken alle Organe im Zhong, alle Energiezentren, alle Chakren. Lass uns fließen bis in die Fersen hinein auf der einen Seite. Verbinden uns mit, holen die Kraft von Mutter Erde dazu, bringen sie in unseren Zhong. Verbinden uns wieder ganz nach unten auf die andere Seite und Abschluss. So schön. Lasst uns das ein paar Mal tun. Ich schalte uns noch und wir fahren langsam nach. Ja, mit den fünf Fingern ist die eine Möglichkeit. Wer möchte, kann natürlich jetzt auch dann mit mir aufstehen und mit dem ganzen, ja, Zhong hier unserer Mitte, wo all die wichtigen grundlegenden Energiezentren sind, nachfahren. Seid weich in den Knien. Wenn es nach unten geht, geht in die Knie. Ich muss noch ein bisschen auf die Seite und fahrt nach. Ganz langsam und bewusst. Verbindet euch mit der hohen Kraft der Kalligraphie. Geliebte Tao-Kalligraphie da. Wir lieben, ehren und wertschätzen dich. Bitte hilf du uns, unser Herz noch weiter zu öffnen. Und dann all die wunderbare Frequenz von dir
aus der Quelle zu empfangen. Durch unser Chakrensystem bis in die Füße fließen zu lassen. Die Kraft von Mutter Erde aufzunehmen in den Chong und uns erneut zu erden. Wir sind dir so dankbar. Danke. Herz ganz weit, verbinden uns mit dem Himmel, holen die Kraft und die Liebe aus dem Himmel durch das ganze System, holen die Kraft von Mutter Erde in den Chong und erden uns wieder. Zum Ende nach. Nehmt nochmal all die heilsame Frequenz in euch auf. Bringt sie in euren Unterbauch. Und spürt nach. Mich interessieren, von euch zu hören, wie es euch jetzt geht, ob es euch gut getan hat. Was natürlich auch gut tut, ist sich immer wieder in hohen Schwingungsfeldern aufhalten, wie jetzt auch zum Beispiel während unseres Kalligraphiekurses sind wir ja von den 10 Das umgeben und oder im Taochang, wo noch eine höhere Schwingung ist, den ich auch zweimal wöchentlich anbiete. Also all das kann uns helfen, negative Informationen zu transformieren. Oder wenn ihr es für euch allein tun wollt, einfach immer wieder Kalligrafie nachfahren oder die Übungen, die wir gerade miteinander gemacht haben. Also ich würde gleich mal kurz was sagen. Ich Ja. hatte irgendwie so einen dicken Kopf und ich finde, es ist jetzt besser geworden, weil die Energie bis in meine Füße geflossen ist. Wow, wie schön. Oh, danke dir, Uli. Danke fürs Mitteilen, so schön. Und jetzt haben wir es nicht lang gemacht, ne? Und trotzdem merkst du schon Unterschied. Genau. Wunderbar. Also ich bin ja nicht kopfweh anfällig, ne? Bei mir ist es eher der Nacken, aber das tut einfach auch gut. Ja,
Generell darf die Energie immer wieder nach unten fließen. Ja, im Alter ist es ja so, dass wir hier oft zu so schwere Energie haben, ne? Da kriegt man Lungen, Herzprobleme. Und im Unten ist es oft zu so schwach. Die Niere ist schwach, die Blase ist schwach, die Beine werden schwach. Also das ist eine Übung, die für alles gut tut, ne? Einfach die Energie immer wieder in die grundlegenden Energiezentren. Ja. Vielen Dank dir. Vielen Dank. Okay, im Chat steht einiges. Ich gucke mal gerade. Danke für die Tipps, sagt Angelika Hildegard. Vielen lieben herzlichen Dank für die kraftvolle, heilsame, informative Stunde. Angelika bedankt sich auch für die wertvollen Infos. Doris bedankt sich. Brigitte, ja, will sich später nochmal ansehen. Ja, ich werde es wieder auf YouTube stellen, dann könnt ihr es euch nochmal ansehen. Alexandra bedankt sich. Wunderschön. Alles Liebe euch. Habt noch einen wunderbaren Tag. Und wer will, ihr könnt euch immer noch für den DAI-Kurs anmelden, wo wir wirklich tief auch ins Schreiben gehen, weil man durch Schreiben nochmal anders Blockaden löst. Durch Schreiben seht ihr genau, ah, da ist die Blockade noch. Und wenn ihr es dann ein wenig anders schreibt, dann löst sie sich. Also jetzt am Freitag 19:30 Uhr, 3 Wochen lang, könnt ihr gern noch dabei sein, wer Infos braucht. Ich habe es jetzt nicht vorbereitet. Ich schreibe es dann unter den YouTube-Film oder ihr schreibt mich an, dann informiere ich euch gern nochmal. Alles, alles Liebe euch und einen schönen Tag noch. Tschüss.